Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und heute schauen wir uns einen sehr interessanten Park von Nexus Mods an, nämlich The Seven Wonders of the World heißt der. Die sieben Weltwunder. Und das erste könnt ihr unten schon sehen, das ist nämlich der Koloss von Rhodos. Da kann ich mal ein Bild einblenden, das war halt so eine riesige Statue, die dann halt die beiden Stege so verbunden hat und da sind dann die Schiffe durchgefahren. In Griechenland. Heutzutage sieht das Ganze so aus mit so zwei Türmen und dann sind da einfach so zwei kleine Figürchen drauf. Und das Ganze ist hier dann so nachempfunden mit so saurem Boden. Ich finde es halt auch cool, weil das ist hier die offene Lagune von der neuen Karte. Also hier schwimmen dann auch Wassersaurier und sowas drin. Ich habe leider hier nicht die besten FPS, weil der Park sehr, sehr groß und sehr viel beinhaltet, aber ihr könnt sehen, hier schwimmen dann auch schön die Wassersaurier rum, zum Beispiel der Mosa. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Das ist schon krass, ne? Ist halt echt cool, das Ganze hier so mit Stegen so zugebaut. Ich werde übrigens hier nicht auf jedes kleine Detail eingehen, also ich werde jetzt hier nicht die ganzen Gebäude und sowas angucken. Es geht jetzt halt erstmal eher um die sieben Weltwunder. Und da gehen wir auch direkt zum nächsten, nämlich da vorne. Das ist das Lighthouse of Alexandria. Wofür ist in Deutsch heißt der Leuchtturm von Alexandria, würde ich jetzt so übersetzen. Also das hier vorne ist es. Da kann ich auch mal jetzt rechts daneben ein Bild einblenden. Und ich finde, da sieht man auch auf jeden Fall die Ähnlichkeit. Meistens sind das übrigens auch nur so, ja, keine richtigen Bilder von den Gebäuden, weil die Gebäude halt zerstört wurden. Aber ja, ist halt ganz schön, das mal in Jurassic World Evolution 2 zu sehen. Die Liebe zum Detail ist halt auch echt krass. Wird sich echt viel Mühe gegeben. Und ich finde es halt ziemlich cool auch, dass hier überall diese Dino-Statuen sind. Hat was. Oh, hier ist sogar so ein Eingang. Also sehr, sehr viele Details. Und das Ganze ist auch angestrahlt. Und ich glaube, das Ganze leuchtet auch wie ein richtiger Leuchtturm. Das heißt, wir werden gleich mal auf Nacht wechseln. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Also da oben ist dann auch richtig Licht obendrauf. Das scheint schon ordentlich. Und als nächstes haben wir hier die Maya-Ruinen von Yucatan. Die sind tatsächlich nicht auf der Liste, die ich jetzt schneller ergoogelt habe mit den sieben alten Weltwundern. Das sind zum Beispiel dann noch die Pyramiden von Gizeh und die wurden hier nicht verwirklicht in dem Park. Also ich habe keine Ahnung, wie das genau ist. Ihr könnt mir das gerne versuchen zu erklären in den Kommentaren. Aber das mit den Weltwundern ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Also die Liste, die ich auf jeden Fall ergoogelt habe, ist ein bisschen anders als die, die hier im Park verwirklicht wurde. Wer hätte ja auch der Parkersteller dann Fehler gemacht, ich weiß es nicht, oder eine andere Liste benutzt. Keine Ahnung. Aber sieht auch sehr, sehr schön aus und detailgetreu. Ist auch cool, dass der Weg hier so runterführt. Ganz oben thront dann auch wieder eine Statue. Sieht auch echt schön aus. Dann auch schön in die Landschaft eingebaut, so schön grün. Das sieht schon nach Maya aus. Auch hier blende ich natürlich ein Bild für euch ein. Ist auch wieder sehr, sehr gut gelungen, sehr gut nachgebaut worden. Dann haben wir hier als nächstes das Kolosseum von Rom. Das kennt sicherlich jeder. Blende aber trotzdem nochmal ein Bild eben oben links für euch ein, damit ihr einen Vergleich habt. Das steht ja auch noch zum größten Teil. Das kann man auch gut sich angucken. Ist auch sehr cool gemacht. Mit diesen Malta-Türen. Da wurde sich wirklich viel Mühe gegeben. Auch schön rund ist das Ganze geworden. Innen drin ist dann hier dieses Amphitheater. Die Optik kommt schon gut rüber. Und man kann es auch auf jeden Fall erkennen. Hier ist sogar so ein Eingang gelassen worden. Das gefällt mir richtig gut. Bis jetzt das Highlight für mich mit dem Koloss von Rhodos. Die beiden haben mir sehr, sehr gut gefallen.
Sieht auch von innen nice aus. Da ist auch voll viel Deko und sowas. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf alle Details hier eingehen können. Zu lange dauern. Hier sind halt auch richtig wild gemischt viele Dinosaurier. Ich glaube, deswegen haben wir auch so schlechte FPS. Also ich hoffe, es leckt in der Aufnahme nicht zu sehr. Wir wurden ein bisschen übertrieben. Und ich habe noch eine Mod installiert mit einer Minecraft-Ziege. Das soll uns auch nicht weiter stören. Passt schon. Als nächstes haben wir das Grabmal des Mausolos. So steht es hier zumindest bei Google. Das ist in der Türkei. Da kann ich auch mal ein Bild einblenden für euch. Auf Englisch heißt es Mausoleum at Halikarnassus. Ist das das gleiche? Ich glaube schon. Ich hoffe echt, dass ich dann nicht irgendwas durcheinander bringe. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Ich habe es nur schnell gegoogelt und war auch ein bisschen unsicher. Deswegen korrigiert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Gar nicht schlimm. Ist aber auch sehr schön geworden. Man kann halt wirklich alles erkennen, wenn man sich die Bilder dazu anguckt. Und ich finde es halt wirklich cool, wie kreativ das hier alles gebaut ist. Sieht bei Nacht bestimmt auch richtig schön aus hier mit den Fackeln und sowas und den Lichtern. Ich kann den mal kurz umstellen. Ja, das sieht wirklich schön aus. Sind mir nur wieder ein bisschen zu viele Dinosaurier. Damit wurde echt übertrieben. Manchmal ist weniger einfach mehr, weil hier laufen viel zu viele Ceratos rum. Aber es geht ja hier hauptsächlich um den Gebäudebau und das ist echt gut gelungen. Ich kann auch nochmal schnell hierhin zurückfliegen. Könnt ihr das auch nochmal beleuchtet sehen. Ja, das ist natürlich auch cool mit den Flutlichtern hier oben. Schade, dass es solche nicht gibt als platzierbare Objekte, solche großen Flutlichter. Das wäre noch echt praktisch für Jurassic World Evolution. Da hinten waren wir auch noch nicht bei Nacht, ne? Aber ihr seht schon, die Sachen sind alle sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Was mir echt gut gefällt. Und hier haben wir das nächste Wunder. Das ist der Artemis-Tempel. Den kennt man ja auch ganz gut mit den vielen Säulen. Ich muss ein bisschen sagen, dass ich hier das Dach vermisse. Es wäre noch schön gewesen, wäre hier so ein bisschen das Dach gewesen, was man auch beim Echten sieht. Aber das mit den Säulen ist echt gut gelungen. Da kann man auch reingehen. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Hier ist schon echt viel Liebe zum Detail drin. Dass das hier auch alles ausgestaltet wurde, finde ich echt gut. Hier ist auch so eine schöne Statue. Ihr könnt es auch nochmal von der anderen Seite sehen. Ich gehe auch nochmal ein bisschen weiter raus und drehe das mal. Ist für mich persönlich bis jetzt das Unspannendste von den ganzen. Aber das ist ja immer so ein bisschen Ansichtssache. Und in diesem Gebäude befindet sich das nächste Weltwunder. Nämlich die Zeus-Statue des Phidias. Oder Phidias, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Gebäude. Auch in einer interessanten Form. Ich habe da leider kein Google-Bild gefunden, ob das Gebäude von oben wirklich so aussieht. Aber ist auf jeden Fall spannend. Wir gehen mal hinein. Denn dort hinten drin ist auch die Statue. Natürlich als Platzhalter eine Dino-Statue. Aber hier wäre die dann. Die Zeus-Statue. Und ja, von oben kann man da auch reingucken so ein bisschen, weil hier halt das Dach offen ist. Hier ist dann die Statue. Ja, ist auch schwer nachzubauen halt, ne? Ist halt eine Statue, wie soll man die nachbauen? Aber ich finde trotzdem die Idee ganz cool. Aber ich bin immer noch verwirrt, warum meine Google-Liste bei den 7 alten Weltwundern halt ein bisschen anders aussieht. Naja, macht ja nichts. Das steht auf jeden Fall mit drauf. Das dürften jetzt schon 7 Weltwunder gewesen sein. Hier haben wir die Tempel der Maya, das Kolosseum, das Mausoleum. Dann hier den Koloss von Rhodos. Da das Lighthouse auf Alexandria. Da war hier dieser Dings, wie hieß das nochmal? Soll ich den Namen? Den Tempel des Artemis. Also hier ist der Tempel des Artemis. Hier oben war diese Zeus-Statue. Das müssten jetzt eigentlich 7 gewesen sein. Also es gibt ja auch noch andere Bauten und so, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Könnt ihr euch selber angucken, weil ich werde es für euch verlinken natürlich. Wir zählen nochmal durch, damit ich hier nichts falsch mache. 1, 2, 3. Da ist der Koloss unter uns. 4, 5, 6, 7. Kommt hin. Aber es gibt noch einen Bonus, der ist nämlich da hinten. Da fliegen wir jetzt auch nochmal schnell hin. Das kennen wir sogar auch alle. Das ist Stonehenge.
Kann ich auch nochmal ein Bild einblenden. Aber das kann man auf jeden Fall erkennen. Das ist auch sehr, sehr gut geworden. Ja, hier gibt es auch noch viele andere Dinge zu entdecken. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwelche Anspielungen sind. Also da hinten sind zum Beispiel so Gebäude und sowas. Oh, was passiert denn jetzt? Jetzt ist wie eine Achterbahnfahrt. Oh Gott. So, ich habe die Kamera unter Kontrolle gebracht. Die beiden Dinger hier wollte ich euch zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch irgendwie eine geschichtliche Anspielung oder so haben. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt natürlich. Komm nochmal so raus. Das sieht cool aus von hier. Gerade das gefällt mir richtig gut mit dem Koloss von Rhodos. Na, ist schon ein sehr interessanter Park. Aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt, weil die Google-Liste, die ich hier habe, von den alten, sieben antiken Weltwundern, die ist ein bisschen anders. Da haben wir nämlich zum einen die Pyramiden von Gizeh. Die habe ich jetzt hier nicht gesehen. Die Zeus-Statue des Phidias. Die haben wir gesehen, die war hier drin. Dann haben wir den Artemis-Tempel. Der war hier. Dann haben wir das Grabmal des Mausolos. Das haben wir auch gesehen, das war hier vorne. Dann haben wir hier die hängenden Gärten von Babylon. Die haben wir auch nicht gesehen. Und dann haben wir den Koloss von Rhodos, den haben wir gesehen. Und dann haben wir noch den Leuchtturm von Paros. Das dürfte der hier sein. Das heißt, da hinten waren ein paar Sachen, die jetzt hier nicht auf der Liste standen, oder? Ich habe zum Beispiel auch das Kolosseum nicht gesehen. Steht auch nicht auf der Liste. Ich glaube, die beiden Sachen stehen nicht auf der Liste. Ja, ich glaube schon. Und dafür steht hier halt noch die Pyramiden von Gizeh und die hängenden Gärten von Babylon. Klärt mich gerne auf, was das auf sich hat, was jetzt die sieben Weltwunder sind. Ich bin verwirrt. Naja, ihr wisst das sicherlich und könnt es mir in die Kommentare schreiben, würde ich mich drüber freuen. In dem Park hier gibt es noch sehr, sehr viel weiteres zu entdecken. Ihr habt sehr viele Details und natürlich Dinosaurier und sowas, auf was ich jetzt gar nicht eingegangen bin, weil es mir halt hauptsächlich um das Gebaute ging. Ich verlinke es unten für euch in der Videobeschreibung und könnt ihr es selber ausprobieren. Ich würde mich selber ein Like freuen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.